Aloha und Ikomai, herzlich willkommen zum neuen Fortnite-Shop. Auch heute schauen wir natürlich wieder gemeinsam, was dann in den Shop hineingekommen ist. Und wir gehen gleich mal rüber und scrollen mal gleich nach oben. Und da haben wir als erstes mal den Marius. Günstiger Skin, hat verschiedene Stile und ist nach 32 Tagen wieder zurück. Dann machen wir weiter mit Finsterbomber, auch zurück nach 31 Tagen. Hier mit dem Tasche der Finsternis als Backblink. Dann haben wir das Donnerers Rost die Axt. Und dann gibt es dann noch Glühfe der Dunkelheit, Gleiter dazu. Wie gesagt, alles nach 31 Tagen zurück. Dann haben wir das Grabes Federpaket zurück nach 36 Tagen. Einmal hier das Inn. Dann hat er hier den Klingenkäfig als Backblink. Flügel schneiden. Und die Schlagzeuge. Dann natürlich alles nochmal einzeln. Wir machen weiter mit dem Lauchpaket. Das ist nach 40 Tagen zurück. Hier einmal mit dem Schlachtenhund. Mit Backblink. Die Highland-Kriegerin auch mit Backblink. Dazu gibt es dann den Silberzahn. Und noch den Gleiter Sturmsiegel. Und hier natürlich alles nochmal einzeln. Dann gucken wir die täglich vorgestellten. Da ist immer noch der Glitzer-Gaul. Mittlerweile den dritten Tag im Shop. Ein nicer Gleiter. Dann machen wir weiter mit dem Beast-Piloten. Der ist nach auch einen guten Monat zurück. Auch ein günstiger Skin. Dann haben wir Cage. Ist nach 39 Tagen zurück. Und am Wasser gebaut. Nach einem Monat zurück. Elektro-Wing. Nach 36 Tagen. Verschwitzt nach 87 Tagen. Und Rage Quit ist nach 33 Tagen zurück. Ja, dann haben wir hier noch Angebote. Das Schatzschlagpaket. Nach 32 Tagen ist der wieder zurück. Hier aber mit dem Schattenarchetyp, Backblink, Paradigma. Dann haben wir den Nachtkanonia mit der Tasche des Unglücks und den Schattenmecha-Anführer mit dem Jetsack. Hier dann als nochmal einzeln. Ich glaube, die Äxte waren da gar nicht bei. Ne, nee, die muss man dann hier extra holen. So, dann haben wir hier einmal die Schatten-Kombo-Klingen. Und den Schattenschlechter. Hier haben wir auch noch Balenciaga. Hier noch die ganzen Ikon-Emotes. Dreh die Musik auf, ist auch noch dabei. Ja, die ganzen Skins sind noch da. Perfekt. Und ab heute ist das auch mit dem Laternenfest aktiv. Also ihr könnt jetzt die Selfies machen mit den Laternen. Es sind verschiedene Orte, wo es die gibt. Ich zeige euch das gerade mal noch, damit ihr wisst, wo ihr da hin müsst. Haben wir. Ich zeige euch das gerade. Hier ist die Karte. Machen wir gerade mal extra auf. So, jetzt sieht man hier oberhalb von Sleepy Sound. Hier oben ist was. Und weiter links davon auch. Dann haben wir hier unten bei dem Monument in der Ecke eine Laterne. Und hier unten bei Jonkers Speedway. Da ist auch eine Laterne. Und hier links noch bei Greasy Grove, oberhalb, also eher bei Camp Cuddle, hier oben. Da ist auch noch eine Laterne. So, da kann man dann die Selfies machen und die kann man dann hier einschicken. Habe ich hier vorne. So, das Laternenfest kann auf viele Arten gefeiert werden. Ganz besonders gefällt es uns, Räume, Gebäude, Straßen mit Laternen zu schmücken. Bei dieser neuen, hell erleuchteten Fotografierunde möchten wir, dass ihr geheime Orte auf der Insel besucht,
an denen diese wunderschönen Laternen zu sehen sind. So, haltet an einem dieser Orte euer Laternenfest-Lieblingsmoment in einem Screenshot fest, teilt ihn bis zum 9. April um 5.59 Uhr auf Twitter mit Hashtag Landtographie. Wir werden im Blog einige unserer Lieblingsbilder mit euch teilen, deren Ersteller einen Code erhalten werden, den sie für das tolle Emoticon Gameo braucht Beute einlösen können. So viel dazu. Hier nochmal die Karte. Und dann viel Spaß bei den Selfies. Und das war schon mit dem Shop für heute. Mahalo bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Sam.